Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal bin ich ja aufgrund von gesteigerter Dummheit gestorben. Ich glaube, wir werden dieses Mal dieses Pub auslassen, weil wirklich viele Informationen hat es uns eh nicht geliefert. Entschuldige, ich esse nebenbei. Ich habe hier einige Kohlsprossen, die ich versuche in der Zwischenzeit aufzuessen. Kohlsprossen. Okay. Ich habe dahingehend ich habe bis zu dem Punkt, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, gespielt. Und zwar ohne euch das zu zeigen, weil das haben wir jetzt in der letzten Folge alles gesehen. Ich habe dem Jared den Brief gegeben. Ich habe Stiefel für den Zwerg gekauft. Ich habe mir das Telegramm geholt und jetzt sind wir hier. Außerdem habe ich noch einmal mit einem Barkeeper gesprochen. Der hat mir gesagt, dass ein Teil der Kanalisation zugesperrt ist. Wir sind jetzt eh gerade hier, wo die Kanalisation ist. Vielleicht haben wir uns ein paar Erfahrungspunkte, indem wir Ratten killen. Schauen wir mal, wie weit das da geht. Weil dieser Teil der Kanalisation ist ja nicht abgeschlossen. Oh, ich höre jetzt wieder Musik im Hintergrund. Da könnten wir aber auch das so machen. Das bringt ein paar Erfahrungspunkte immerhin. Vielleicht finden wir auch irgendwas Interessantes zum Verkaufen. Und ich möchte schließlich mein Charisma erhöhen, damit wir Experten in Persuasion werden können. Da hinten war der Ring für den Typen, aber da in diese Richtung sind wir noch nicht gegangen. Schauen wir mal. Oh, da ist eine tote Sewer Rat. Also wir waren vielleicht doch schon so weit. Aber vielleicht sind wir genau bis daher. Kann das sein? Ziemlich sicher sogar. Da geht es nicht weiter. Ah ja, stimmt. Dann kennen wir uns nicht mehr aus. Oder geht es da noch weiter? Schaut irgendwie nicht so aus. Nö. Dann gehen wir mal nach links. Eine verschlossene Tür. Könnte sein, dass man da hinten. Da gibt es etwas, das nennt sich Pickpocket, nein. Disarm Trap, nein. Repair auch nicht. Ah, mit Dynamit vielleicht. Ob wir das mit Dynamit aufkriegen? Lasst uns gehen. Gar nichts. Ah. Geht weg. Da explodiert gleich was. Das war jetzt nicht klug. Okay. Auf diese Art und Weise können wir aufmachen, aber wir sollten es nicht tun. Okay, wir werden neu laden. Es ist ja nicht wirklich so, dass da viel passiert wäre in der Zwischenzeit. Ich habe ja nur kurz geredet mit euch. Dann gehen wir runter. Und zwar warum? Weil ich zu doof war, gleich wegzurennen. Anstattdessen habe ich lieber mit dem
Dings geredet. Also Dynamit ist ziemlich tödlich, offensichtlich. Na. Vielleicht lassen wir das mit dem Dynamit auch noch ein wenig. Schauen wir uns zuerst anderweitig um. Wir könnten vielleicht auch mit dem Dietrich versuchen, den wir da haben, bevor wir es aufsprengen. Ich glaube zwar nicht, dass wir besonders gut darin sind mit dem Dietrich, weil in diese Sachen habe ich einfach nicht allzu viel investiert. So, jetzt sind wir da, wo wir gerade vorhin waren und gestorben sind. Oder eigentlich nicht wir, sondern der Magnus. Schauen wir mal zuerst da runter. Wer weiß, vielleicht können wir mit dem Dynamit da auch in Gänge kommen, die verschlossen sind noch. Das wäre vielleicht eine interessante Methode. Okay, da ist aus. Aber ist ja nicht umsonst zu hier. Das heißt, wir werden versuchen. Na, doch nicht. Okay, ich muss es erst daher geben und dann kann ich es erst daher geben. Versuchen wir das mal mit dem Dietrich zuerst. I will handle that for you, Sir. Lockpick failed. Ah, jetzt ist es jammed, jetzt ist es nicht mehr gedingst. Na gut, dann sprengen wir es auf. Hat ja immerhin ganz gut funktioniert vorhin. Wir sollten nur wegrennen von dort. Kommt ihr bitte? Danke. Geht ja. Dann sagt man noch einmal mit Gewalt könnte man sowas nicht lösen. Okay. Warte mal. 13%ige Chance, das zu treffen. Oi. Das war vielleicht keine gute Idee, da reinzugehen. Okay. Diese Tiere sind supi brutal. Okay. Wir gehen daher. Ach so, wir können gar nicht daher gehen. Shit. Na, immerhin. Weapon damaged. Immerhin hat jetzt eine Ding ja sich selbst. Okay. Gut, also da rein ist vielleicht keine so gute Idee. Okay. Okay. das bedeutet wohl, auch hier werden wir nicht weitermachen. Wir machen ein Load Game. Wir machen das da. Und
Weiß nicht, warum er zugesperrt war. Hier soll man nicht reingehen. Hallo? Spiel? Ah ja, du tust eh was. Du bist nur sehr, sehr langsam. Oh, ist okay. Dann kann ich mir Kohlsprossen essen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich da überhaupt runtergehen soll. Wenn ich bedenke, was da unten alles herumrennt. Okay. Dann versuchen wir es noch ein drittes Mal. Aber diesmal werden wir dort nicht reingehen. Nur noch mit guter Ausrüstung. Wie zum Beispiel Dynamit. Oder ähnlichem. Gehen wir mal in die Richtung. Hey! Ratten! Naja, warte mal. Wir wollten das ja zaubern zuerst. Das hätten wir vielleicht gleich machen können auf uns. Angriff. Hey, hörst du auf, den armen Virgil zu treffen? It's a dead rat. Und wir haben Erfahrungspunkte gekriegt. Sehr gut. Gehen wir da nach unten weiter. Schaut so aus, als wirst du wieder raus gleich. Das sind gar keine Ratten mehr. Ah, da geht's auch raus. Dann kommen wir wahrscheinlich irgendwo anders raus. Naja, okay. Hallo? Na, geht's da entlang? Okay. Was, wo wir reingehen können, wo es trocken ist. Das heißt, das dürfte auch ungefährlich für so Typen wie mich sein. Half-Orc Thief, Human Thief und eine Kiste. Das schaut gut aus, das schaut gut aus. Vielleicht sollten wir abspeichern. Nachdem wir jetzt mehrfach gestorben sind, habe ich keine Lust mehr, das nochmal zu machen. Alles. Okay. Das ist ja wohl eindeutig. Diese Menschen haben was gegen mich.
Okay, was auch immer das war. Hey, wir haben einen kritischen Schaden gemacht. Sehr gut. Danke, Virgil. Ich würde diesen Kampf nämlich ganz gerne überleben. Das war nicht gut. Das war dumm von mir. Keine Wand mehr. Na super, das habe ich gut gemacht. Ich hätte mal so einen blauen Trank nehmen müssen. Oh, ich glaube, die zwei kommen auch gar mit ihm. Chill, hast du gut gemacht. Magnus, du auch. Und? Stehen wir schon auf? Nö. So, Dings sind jetzt auch aus. Was? So, was hattest du bei dir? Ein Schwert und eine Lederrüstung. Ist okay. Was hattest du bei dir? Oh wow, eine Robe. Wir nehmen alles mit. Was soll's? So, du kriegst das schwere Zeug, nämlich das Schwert, die Lederrüstung. Und das da. Du bist nicht gleich kräftig. Hey! Hey! Ein unidentifizierter Stab. Und Worn Boots. Die Railroad Spike könnte man nehmen. Daraus kann nämlich der Zwerg eine Falle bauen. Ein Rusty Sword und ein Nice Suit. Das Rusty Sword lassen wir da. Ein Hammer. Noch mehr Geld. Und Leather Gloves. Naja. Besser als gar nichts. Ich glaube, Handschuhe habe ich eh noch keine. So gesehen passt das schon. Und Virgil hat, glaube ich, schlechtere Schuhe oder auch nicht. Die haben schon Action plus 3. Was haben die? Plus 1. So, Virgil, du tragst das dafür. Du kriegst das da. Und das da. Den Stab behalte ich mir, weil den können wir nachher identifizieren versuchen. Ausgezeichnet. Na immerhin. Ein bisschen Erfahrung haben wir ja geholt von da unten und Geld haben wir uns auch geholt. Mal schauen, wo geht's da weiter? Wahrscheinlich irgendwo hin, wo wir nicht weiter dürfen können sollen.
Ah, das sind offensichtlich irgendwelche Mäuse wieder. Mit Mäusen kommen wir klar. So, na dann, Mausis. Na super. Du machst dir mehr Schaden als dem Maus. Das. Jetzt da. Die wird schon wieder kommen. Passt. Hätten wir das auch. Und wieder ein paar Erfahrungspunkte durch tote Ratten und Mäuse. Ja, da geht's auch raus. Ausgezeichnet. Na, mittlerweile sind wir schon so gut. Irre. So, da geht's nicht weiter. Schade. Oh, vielleicht sollten wir das dann machen noch auf uns. So, was haben wir jetzt? Irgendwas haben wir sicherlich nicht gemacht. Da waren wir drinnen, da waren wir drinnen, aber da waren wir nicht unten. Und da kommen wir her. Ja, gehen wir mal da lang. Schauen wir mal, ob es da unten noch weitergeht. Und ich glaube, weiter vorne haben wir auch noch eine Abzweigung nicht in beide Richtungen durchgenommen. Tja. Der Zwerg hupelt da hinten nach. Das ist ein Wahnsinn. So eine lahme Schnecke. Mhm. Schau an, da geht es ja doch noch um einiges weiter. So. Achso, nein, da sind wir erst da. Hm. Okay. Wer weiß, wie es da noch weitergeht, ob es da noch weitergeht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall können wir da auch raus, wenn wir unbedingt wollen. Nö, da ist es aus. So, schauen wir mal, haben wir da hinten irgendwas vergessen? Ja, darauf, da in die Richtung. Aber noch nicht, da ist das, wo wir her waren. Mhm. So, ja, da habe ich meine Kohlsprossen aufgegessen, die könnte ich jetzt aufessen, während er von alleine geht. Bewegung ist ein bisschen lahm hier. Das heißt, es ist schon der Zugang zu diesem Teil, der abgeschlossen ist, wahrscheinlich, was wir dort hinten gesehen haben. Oder ist das nur ein Raum einfach? Hm. Schwer zum sagen. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht, weil wir hören da gerade eine piepsende kleine Ratte. War ein ziemlich fetter Brummer. Das ist keine Ratte, das ist ein
So, warte mal, aber wenn die da eh nicht so, wenn da eh hinten noch ein Platz ist, dann können wir das so machen, ist vielleicht gescheit. So werden wir diese Ratte auf jeden Fall relativ schnell los. Arme Ratte. So. Noch irgendwelche Sachen, die wir hier finden. Oder ist noch ein Weg? Und nochmal so eine dicke Ratte. So. Diese Ratte hat das Zeitliche gesegnet. Sehr gut. Ah, fast im nächsten Level, fast im nächsten Level. Sehr gut, sehr gut. Wie viele Ratten brauchen wir noch? Nicht mehr viele, hoffe ich. Ah, das sind noch ein paar Ratten. Ich hoffe, die reichen aus, um mich ins nächste Level zu bringen. Das wäre schön. Obwohl, das sind nur Level 1 Ratten, also so gesehen bin ich nicht so ganz sicher, ob die reichen werden. Ah, doch, doch. Wahrscheinlich schon. Ich frage mich gerade, ob ich auch Erfahrungspunkte kriege, wenn meine Kumpels die Ratte töten. Na super, das habe ich gut gemacht. Jetzt habe ich mich verletzt anstatt die Ratte. Yay, wir sind gestiegen. Geht's hier auch raus? Nein, hier geht's weiter, oder? Geht's hier weiter? Oder auch nicht. Da ist es Schluss. Ah, aber da ist ein Fass. Hurra, ein Fass mit 50 Gold, 43. So, na dann steigen wir mal. Wir sind immerhin in der Kanalisation. Machen wir Charisma noch um 1 weiter. Juhu, nächste Runde sind wir Level 10. Nächstes Mal sind wir Level 10, so. Höheres Charisma bedeutet mehr Persuasion. Mehr Persuasion bedeutet, ich kann den Expert nehmen, hoffe ich. So. Na gut. Der kurze Ausflug in die Kanalisation war ja ganz nett. Aber er hat uns gezeigt, es gibt hier Stellen, in denen wir noch nicht rauskommen wollen. Oder zu denen wir noch nicht kommen wollen, weil sie ein wenig zu heftig sind. Und dieser Teil der Kanalisation ist entweder nur über diese eine Eingang mit diesen Stellen verbunden, oder es könnte sogar sein, dass der gar nicht mit diesen restlichen Stellen verbunden ist. Wer weiß das schon? Gehen wir mal da raus. Das ist, glaube ich, ein wenig näher als dieses andere, der andere Ausgang, wo wir rein sind. Tja. Wir haben jetzt nichts zur Geschichte weiter beigetragen. Wir haben uns nur ein wenig amüsiert, indem wir Ratten gekillt haben. Aber immerhin, wir sind einen Level gestiegen. Das hat auch schon was.
Das hat auch schon was. So, wo kommen wir da raus? Kennen wir diese Gegend schon? Ich nehme schon an. Falls wir rauskommen, heißt's. Huha. Ah. Donnens Turn. Das ist da, wo der. Wo der. Ein Händler war, wo wir die Stiefel gekauft haben. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle. Wir ziehen uns vielleicht noch um. An dieser Stelle werden wir jetzt Schluss machen für heute. In der Zwischenzeit werde ich mal vielleicht ganz kurz zu der Dame da im Süden laufen und den Stab identifizieren lassen, immerhin. Wenn er gut ist, werden wir ihn einsetzen. Wenn er schlecht ist, werden wir ihn einfach gleich verkaufen. Und das nächste Mal sehen wir uns dann wieder. Da gehen wir dann. Ich komme wieder auf diesen Platz zurück. Also, ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.